slumbering god. I had sealed him from within. Break him free. Warum hast du Cthulhu von innen versiegelt? Und warum soll ich ihn jetzt... Warum... Wenn du ihn versiegelt hast, warum soll ich ihn wieder befreien? Hey. Bist ganz still. Das. Wo sind wir? Und noch sehe ich ganz okay aus, mal abgesehen von meiner dezent grauen Hand. Wir haben Cthulhu geweckt. Ist gut, glaube ich. Wir haben Dagon befreit, wir haben Cthulhu geweckt. Ich glaube, beides ist ganz gut. Wieso gab es einen Teil von Cthulhu, der es versucht hat zu verhindern, dass ich ihn befreie? Oh. Bound by his causality. All you have to do now is open the gate for the great old one. Immer. How is this going to help me find my daughter? Oh, wichtige Frage. We have to nudge things first before we bring her back. What do you mean, bring her back? Sie ist tot. Do not get ahead of yourself. I need you to stay focused. All right. But what did you mean by nudging things? It's one of these laser beams has an effect on this world. You and your will. The key to disrupt their influence. My father used to speak of how we're not in control. That our fate is sealed from the moment we're born. And that is why we were meant to be fishermen in our family. Jedes dieser niederen Wesen, der redet nicht von uns. Wir sind auch nicht die Menschen, die sind unwichtig. Der redet von Cthulhu und Dagon und sowas. Und Shoggoth, aber der Shoggoth da ist ja nur eine ganz niedere, das ist ja eine richtig niedere Kreatur, der ist auf unserem Niveau. Aber ich glaube, der redet von den... Oder redet der von den großen Alten? Was ist das denn, Hübsches? Oh, hübsch. Oder? Jedes dieser niederen Wesen hat Einfluss. Alter. Das klingt wirklich eher danach, dass wir den Einfluss der Ältesten brechen müssen. Fehlt noch einer. Guck mal, gut, dass wir den Stein schon gefunden haben. Wir sind so gut. Unser Erkundungswahn. Oh. Warte, die sind falsch.
Oh, hey! Who is this mortal? How is it possible he has the eye of the gatekeeper on his hand? That's impossible. The eye, it's impossible. Something greater in the shadows. Something is forcing his hand. You seek an audience with the Great Old One. Ja, glaube ich. I do. Das sind, ist die alte Rasse gewesen. Oh Gott! I made a pact with the Dark Shadow. The Dark Shadow? What led you straight to seeking to the void to do his dirty work? What did he promise you? That I would grant you something in return? We are enough of them would fail. The void is coming. But I will keep you alive to witness the destruction of the pathetic world. My echo infiltrates the minds of men. You and your kind will face extinction. Wir wurden wegteleportiert. The first cycle is broken. There is a key in the middle. Find a way to empower the artifact. Who would have known that things like him existed? And yet, your mind remains unhinged. Die Übersetzung funktioniert nicht. Unser Verstand ist immer noch, glaube ich, das wurde gesagt, unser Verstand ist immer noch unbeschädigt oder normal. Es bewegt sich nicht. Also offensichtlich wollen wir, sind wir der Diener eines ältesten Gottes, der einen der großen Alten oder der die großen Alten vernichten möchte. Interesting. Upsala. Ah, guck mal. Das dreht sich. Weiß nicht, warum ich, wohin sich das drehe, aber es dreht sich, immerhin. Das hier ist auch, ne, die Geschicke von denen sind weit außerhalb unserer Vorstellungen, unseres Verstandes. Ich habe einen sehr, sehr schönen Vergleich letztens gelesen. Und zwar, dass, wenn jemand, ein Sterblicher vor Cthulhu tritt, ist das so, als würde eine Ameise vor einen Menschen treten. Plötzlich Dinge verlangen und sich wünschen und man versteht nicht, was die will und man hat aber auch nicht die Macht, die sie sich wünscht und die Möglichkeiten, die man hat und deswegen war zum Beispiel, dass eine Ameise sich wünscht, dass eine andere Ameise sie liebt und nur sie liebt und deswegen ist der Weg, den der Mensch wählt, ist, alle anderen Ameisen außer diese beiden auszulöschen und so kann sie nur noch sie lieben. Die erste Ameise. Und der Wunsch ist sozusagen erfüllt über die Möglichkeiten des Menschen, aber nicht im Ziele dessen, was die Ameise wollte. Aber die Ameise kann nicht verstehen, wie der Mensch denkt und handelt. Ich habe einen Fleischklumpen.
Kennt das Geräusch bitte nicht? Kann das bitte nicht? Das Geräusch? Das ist kein schönes Geräusch. Eine Fleischbrühe. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Das Auge des Wächters. Die Namen kann auch kein Mensch aussprechen. Top. Links oder rechts? Links. Oh. Okay. Ich würde sagen, wir haben unseren Weg gewählt. Hallo. Danke fürs Zumachen des Weges. Hier draufschießen ist nicht die Lösung. Ich bin schockiert. Normalerweise ist draufschießen die Lösung. Oh, hier geht's weiter. Oh Gott, hey, Buddy. Can you not? Oh Gott! Au! Mein Gott, au! Soll ich denn nie vorbeikommen? Sei mein Bob Rick. Bob Rick verstärkt es. Cool. Glaube ich. Ach du Schande. Dahin möchte. Ich vermute mal, dass ich wenig Wahl habe. Oh Gott, es geht kaputt. Really? Oh mein Gott, wie stark ist denn bitte unser Auge des Wächters mit Bob Rick zusammen? Und was ist das für ein toller Raum, in dem da die Lila und Tentakel sind. Der beste Raum. Was kann da, warum können wir jetzt mit Hilfe von Bob Rick dieses? Geräusche. Oh, Bob Rick. Wir haben Bob Rick nur kurz gehabt, offensichtlich. Tschüss, Bob Rick.
Oh, oh, hier lang. Aua! Oh Gott, noch einer. Unangenehm. Dann gehen wir nach hier! Ach ja, die kann kaputt gehen, das ist gut zu wissen. Na komm, stirb. Und hier muss ich gar nicht hin. Auch wenn ich jetzt hin kann. Nachdem ich das zerstört habe. Okay, das heißt, der Weg, den ich gewählt habe, der war falsch. Dann hätte ich da vielleicht lang gehen müssen, wo der zweite von diesen Tentakelknilchen herkam. Alter, die Geräuschkulisse! Können wir bitte aufhören, diese Geräusche zu haben? Also ich meine, ich bin jetzt gleich nach rechts gegangen. Das heißt, wir gehen jetzt nach links. Wir sind da reingegangen und gehen jetzt nach hier. Da kam mir einer her. Oh Gott. Links oder rechts? Ich gehe nach oben. Links oder rechts? Ich gehe nach oben. Okay, oben war nicht der richtige Weg offensichtlich. Lila Tentakel sind gut. Guck mal, Zähne. Zähne sind auch gut. Kann ich die aufschießen? Kann ich die aufschießen? Ist das ein Herz? Seid ihr? Ah ja. Der öffnet den nächsten Schließmuskel. Und hinter diesem Schließmuskel befindet sich die Mama. Okay. Okay, das sind Kristalle. Mal gucken, was ich mit denen machen kann. Okay, ich spuck kleine Kinder aus. Die Kristalle aus. Geh mal weg. Geh mal weg mit der Kristall. Muss ich an die Kugel ran? Ich gehe an die Kugel ran. Defeat the boss. It breathes by itself. Find the way to empower the heads of the fallen. They were once the sons of an elder god. Beware. They can manifest things that were and things that are. Ich wähle dich. Bist du ein Freund? Bist du ein Feind? Bist du...
Okay, wir können einen Kopf wählen. Ich wähle dich. Muss ich reinkriechen? Okay. Oh. Okay, ich hab's verstanden. Okay, wir haben alle Augen aktiviert. Du kannst aufhören, mir Viecher in die Gegend zu werfen. Was machst du da jetzt? Bitteschön? Sir, as the universe itself unfolds before your very eyes, the Watcher, the gatekeeper of worlds and dimensions. Ich finde den Effekt gut, dass mein Verstand das nicht wahrnehmen kann und nicht verarbeiten kann und nicht irgendwie eine vernünftige Form bringen. Oh mein fucking Gott. Azathoth? Okay, wir haben ein Kind bekommen. He's beautiful, a perfect boy. That's what we asked for. We should name him Andrew. Und das ist unsere Geburt, offensichtlich. Was machen die mit uns? Great entity, accept this boy. Wir wurden geopfert. Accept this offering. Grant us an entry to your realm. Die haben uns geopfert für einen der großen Alten. Wir haben überlebt und haben dann angefangen, Dinge sehen zu können. Also, grafisch ist das Spiel unfassbar gut gemacht. Wie das hier halt die Darstellung. That she is. You know, I was thinking of getting out of the fishing business. I can't imagine leaving you for months while you have to raise our child alone. What if something happens? See about a job in town next week.
Okay, wir haben eine Tochter bekommen und wollten dafür dann unseren Job zurücklassen, damit wir bei der Familie sind. Das ist doch gut, das ist doch ein guter Weg. Breathe. Stay with me. Stay with me, Martha. Ellie needs you. I need you. Unsere Frau ist dann gestorben? Am Fluss oder am Meer? Wegen irgendwas. Oder an irgendwas. Daddy? Can't we take Ari with us? Come on, Ellie. You know we can't have a dog on a fishing trip. She'll be okay here. Come on, get your stuff in the boat, Ellie. Dann haben wir uns um das Kind gekümmert, alleine, und haben geangelt mit ihr. Ellie? Is that you? Ellie, stay right there, I'm coming! She is not your daughter, Andrew. She was never real. What? What do you mean? She was never real? Since the beginning, I felt that the only way to enjoy this boring reality was to change it. But I was in need of someone. Someone with purpose. You see, all the people I brought to the island had no purpose, no meaning. But you, Andrew, you are my favorite. I made those memories for you. I created a daughter that you never had. I was always there for you. No, no, it's not possible. Stop lying to me. I did what you asked for. I'm getting her back. Perhaps there is still a way to make her real if you manage to reach her. Your strong will can influence Azathoth's dream. What did you do to me? Okay. Das war eine Reise auf jeden Fall. Es war eine ordentliche Reise. Was soll ich? Also, ich habe ja schon gesagt, grafisch fantastisch. Die Art und Weise, wie sie die Welt und den Wahnsinn und die Wesen Dagon, Cthulhu, Azathoth und so dargestellt haben. Das war schon echt gut gemacht. Sie haben am Anfang auch schon genügend Informationen reingepackt, dass man wusste, okay, irgendwas stimmt mit der Tochter nicht. Wir haben ja selbst mitbekommen, okay, es gab verschiedene Varianten, wie sie gestorben ist oder nicht da ist. Und wir sind... Aber was genau haben wir jetzt gemacht? Haben wir Azathoth jetzt geweckt? Und was? Also das ist mein Kritikpunkt. Ja, ich weiß, die Geschicke der ältesten Götter und sowas sind zu abstrus und zu groß, als dass wir sie mit unseren sterblichen Gehirn verstehen könnten. Wir haben auf jeden Fall jetzt Dinge gebracht und verbunden. So kann man auf jeden Fall sagen. Das war bestimmt nicht so gut. Aber
haben wir jetzt Dagon und Cthulhu befreit und erweckt und damit das Ende über die Erde gebracht? Haben wir Azathoth geweckt? Aus seinem Traum? Also das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, dass es so sehr offen ist und sehr unklar. Und auch sehr, sehr. Sie haben am Anfang zu viel versucht reinzuwerfen, einfach verschiedene Geschichten und verschiedene Anspielungen. Das war, es ist ja cool und also mir hat es auch sehr gefallen. Es ist meckern auf relativ hohem Niveau. Aber es wirkt am Anfang so ein bisschen wie einfach ein Schaulaufen durch die Lovecraft-Welt ohne Grund, ohne Zweck. Nach hinten hin wurde dann, man hatte dann wenigstens so das Gefühl eines Zweckes. Man hat gemacht, was Niltoff uns gesagt hat. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Aber ha. Ja, also es ist von der Story und der Welt her nicht das beste Lovecraft-Spiel, würde ich jetzt persönlich sagen, aber von der Darstellung, von der Art und Weise, von der, wie die gerade Azathoth, das sah schon richtig gut erstellt aus. Ja. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ihr träumt fein nach diesen Bildern und diesen Erlebnissen. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.